Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Und zwar gibt es mal wieder ein Collection-Update. Ich war wieder mehr oder minder fleißig, habe ein bisschen was in Richtung Collectibles in WoW gesammelt. Und wir wollen es jetzt mal zusammen anhand von All the Things bzw. Data for Azeroth und meiner letztens eingeführten tollen Tabelle, mehr oder minder tollen Tabelle, angucken, was ich so gebastelt habe. Ich bin ja gerade dabei, Fuß zu fassen in dem anderen Modus, also nicht in dem Unique-Modus, den ich ja bisher mal gefarmt habe, sondern im Komplettist-Modus und dementsprechend, zeige ich jetzt auch nur noch den Komplettist-Modus und auch Komplettist-Account, aber hauptsächlich Komplettist beim Druid. Da sind wir jetzt angelangt bei fehlenden Items 1813, 97,6% haben wir da. Wenn wir auf meine tolle Tabelle gucken, dann waren wir da letztes Mal bei Insane Druid Comp-Modus 1882 und haben 66 Items quasi plus gemacht, sind nur 0,09%, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber die Woche war tatsächlich Timewalker-Woche und ich habe hauptsächlich Timewalker mit meinen Twinks gespielt, um ja so ein bisschen das T-Mog zu kriegen, was sich dann danach rausgestellt hat, was eine dumme Geschichte war, sage ich gleich noch was dazu, und ein bisschen die Twinks zum Leveln, einmal weil bald in Anführungszeichen das Legion Timewalker Event kommt mit dem Mage Tower und ich da vielleicht den ein oder anderen Char noch ein bisschen höher haben will, um das Achievement zu kriegen, dass ich alle verschiedenen Herausforderungen da mit jedem Spec einmal gemacht habe, also da muss ich noch ein paar Twinks hochspielen. Dann habe ich auf vor allem mit jedem Char oder mit den allermeisten Chars, die ich jetzt auf Stufe 50 habe, zumindest eine Timewalker Instanz gemacht, um ein bisschen Timewalker-Marken zu kriegen und habe mir mit den verschiedenen Rüstungsklassen damit die Timewalker-Rufmarken gekauft und einige Ruffraktionen hochgeballert, also bei meinen Platten, Ketten und Stoffchars und habe mir da die ganzen Items gekauft. Das waren nicht sonderlich viele Items, aber wenn man den Ruf manuell normal farmt, dauert es halt relativ lang. Mit diesen Tokens geht es relativ zügig. Das Einzige, was nicht geklappt hat, waren so komische Hüte beim Halbhügelmarkt oder wie der auch immer heißt, also diesen Markt im Tal der Vier Winde, weil da gibt es leider zwar, es gibt zwar Ruf-Tokens, also Items, die man abgeben kann, aber die sind nicht Battle.net-Account gebunden, also ich musste mit einem Char haben, das ist ein bisschen blöd. Das ist mir aber erst ganz am Schluss aufgefallen, dass mich die nicht weiterschicken kann, weil alle anderen Tokens, in Anführungszeichen, wo man direkt Ruf kriegt, die sind halt Battle.net-Account gebunden, kannst du weiterschicken und dann hatte ich bei keinem Char mehr, der jetzt diese drei besagten Rüstungsklassen außer Leder hat genug Marken, um die Fraktionen hochzuhauen. Deswegen habe ich diese Hüte leider nicht gekriegt, aber die anderen Fraktionen haben wir alle. Ich habe auch die Rezepte bei einem Juwel zum Beispiel da holen können, was eine ganz angenehme Geschichte war, dass ich die, und das versuche ich jetzt jedes Timewalker-Event zu machen, dass ich dementsprechend immer Marken farme mit den ganz möglichen Twinks, immer diese eine Timewalker-Dungeon mache, das abgebe und dann gibt es einige Ruftokens, ne? Dann geht das relativ gut. So, jetzt würde ich mal sagen, wir schauen mal rein. Im Moment bin ich ja immer Dungeon und Schlachtzüge so ein bisschen am Farmen. Und bei Classic hat sich nichts geändert. Das sind immer noch diese Zonendrop-Sachen. Wottel habe ich aus der Prüfung des Kreuzfahrers, da hat mir ja ein Lederteil gefehlt. Das habe ich jetzt endlich gekriegt tatsächlich. Gott sei Dank. In ICC und im Rubin-Sanktum, den habe ich mit etlichen Chars abgelaufen, ist leider beides nichts gewesen, ist halt blöderweise beides 10er, ein Item und ja, mal gucken, vielleicht kriege ich es die Woche, ich war tatsächlich mit Main vorhin schon drin. Dann aus Metzenschrottholm, Asjolnarub, war ich die Woche nicht großartig unterwegs gewesen. Wir werden uns jetzt gleich Archivons Kammer, deswegen bin ich jetzt hier in Wottel, die PvP-Sachen kaufen. Dann muss ich die nämlich auch nicht mehr farmen. Ich habe ja ein paar Marken. Wir haben ja jetzt mittlerweile über 4000 Marken. Ein paar werden wir jetzt auf den Kopf hauen. Und ja, dann hätten wir zumindest vielleicht Archivons Kammer schon mal einmal raus. In MOP habe ich, glaube ich, nochmal ein, zwei Teile, auch vorhin gerade, nochmal aus den Thron des Donners bekommen. Mehr fehlt mir da nicht. Es sind jetzt insgesamt noch 6 Items im Normal, 6 im HC. Es sind halt alles Warforged-Sachen, ne? Es sind halt sau selten. Muss das richtige Item kriegen und dann auch noch Warforged. Ist halt ein bisschen nervig. Warlords of Draenor hat sich nichts getan. Das sind ja auch hier in den Raid-Dungeons zumindest lauter BOE-Teile, die ich mir dann im AH kaufen will. Ich habe auch schon ein bisschen so gespäht auf verschiedenen Servern und ich denke mal, ich werde bald ein bisschen Gold ausgeben. An Gold mangelt es mir ja nicht, wer meine
Gold-Tagebuch-Videos sieht, weiß er, dass ich mittlerweile über 70 Millionen sind. Also da kann man schon ein bisschen, die ein oder andere Million können wir mal springen lassen für das ein oder andere Teil. In Legion bin ich auch einen Ticken weitergekommen. Leider die Woche auch wieder keiner von den Worldbossen dabei. Aber ich habe einige 5-Mann-Dungeons rausgekriegt. Mir fehlt jetzt nur noch die letzte Inni, Sturm auf die bewährte Festung mit Anubiset, nicht Anubarak, wie ich es immer fälschlicherweise sage. Anubiset ist es. Der Helm, der will nicht droppen. Ich habe den, also ich, jeden Tag mache ich den tatsächlich. Mit dem Main jetzt mittlerweile auch sogar mit ein paar mehr Twinks. Das droppt halt irgendwie leider nicht. Nighthold habe ich fertig bekommen. Das ist auch rausgeflogen. Und in Antorus, da fehlt mir jetzt im LFR noch ein Teil. Und im NHC noch ein Teil. Mal gucken, ob ich da das auch fertig kriege. Und naja, klar, hier die Xavier-Schultern im Mythic. Als zwei Transmog, die sind natürlich auch noch offen. Gut, soweit dazu. Also so viel ist ehrlich gesagt bei den Dungeons beim Druid gar nicht passiert. Wie gesagt, ich habe aber auch hauptsächlich Timewalker gefarmt und auch den ein oder anderen Char ein bisschen gelevelt. Jetzt würde ich sagen, kaufen wir als allererstes mal hier die ganzen Rückenteile. Und zwar fangen wir mal hier an. Und dort müssten wir, jetzt schauen wir mal, einen Rücken haben. Und ich bin jetzt gerade so ein bisschen überlegen, ob wir auch die Waffen gleich raushauen. Weil ich habe hier mal gegeizt und habe mir tatsächlich nur die Waffen gekauft, die ich damals fürs Erstransmog quasi brauchen konnte. Und habe mir das Waffentoken nicht gekauft. Und ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir, wenn wir schon mal hier sind, einfach das Waffentoken holen und das raushauen. Komm, das machen wir. Hauen wir einfach das Waffentoken mit raus. Kaufen wir das hier einmal. Das wird jetzt wahrscheinlich einiges sein. Also ich hatte knapp 4000 Marken. Die Waffentoken kosten ja immer echt einiges. Aber dafür seht ihr, obwohl ich schon einiges Quellen hatte, sind das natürlich sau viele Items, die man quasi da lernt. Ja, nehmen wir sie einfach mit. So, dann schauen wir beim nächsten. Da haben wir wahrscheinlich auch wieder ein... komm, nehmen wir das Waffentoken mit. Und dann müssen wir noch ein paar Umhänge hier haben. Ja, seht ihr, da haben wir noch einen Umhang. Wie viel hatten der? Das sind nur zwei... Da haben wir einen. Achso, und die Schildhände, die müsste ich ja lernen, dann, wenn ich die, wenn ich das Token lerne. Wahrscheinlich macht das dann echt auch einiges aus, ne? Wenn ich jetzt diese Waffentoken-Dinger hab. Ich glaube, in Wortel ist es tatsächlich die einzige Expansion, wo ich damals, mir sind dann, glaube ich, die Marken ausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, dann kaufst du dir nicht mehr die Tokens. Sondern kaufst dir halt die einzelnen Sachen, das war insgesamt günstiger. Auf lange Sicht war es halt eine dumme Idee, ne? Weil ich mir jetzt das Token kaufe und damals dann die Einzelteile, habe quasi doppelt gezahlt. Naja, gut, Fehler macht man immer mal. So, dann haben wir hier noch ein paar Rücken. Also die Rücken an sich, die wären relativ günstig gewesen, ne? Die kosten immer eine Marke, es waren jetzt glaube ich 15, 20 Teile. Das wäre eine günstige Geschichte, aber die Waffentokens, ne? Die sind halt teuer mit 80 Gold pro... pro Token. Dafür kriegst du halt auch 20, 25 Vorlagen. Also das ist natürlich dann schon auch ein bisschen was. Ne? Muss man so natürlich sehen. Gut, jetzt lernen wir die ganzen Rückenteile. Das Ding nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay, das geht jetzt schon gut runter, ne? Mit diesen Waffendingern. Bestimmt 100 Items, dass wir jetzt hier nochmal runtergehen. Da muss ich vielleicht dann meine Liste nochmal ein wenig korrigieren. Okay, hier haben wir auch nochmal was drin. Oh, ich verliere ja richtig Marken dann. Und dann auch nochmal ein paar Umhänge. 3, 4, 5, 6 und Nummer 7. Okay, die Dinger müssen wir dann wieder mit dem Token lernen. Okay, hier gehen mehr Marken raus, als ich dachte, ne? Jetzt mit diesen blöden Tokens. Ich glaube, da müssen wir mein 2000 Items-Kauf-Video doch nochmal einen Ticken nach hinten verschieben, wenn ich jetzt hier fast schon 400 Marken rausgehauen, ne? So, da haben wir dann auch nochmal ein größeres. Hat der sonst noch? Ja, der hat auch nochmal ein paar Umhänge. Hier haben wir auch nochmal, wie viel sind es denn? Nochmal 4 Stück? Okay. Die sehen halt alle auch gleich aus, ne? Also, deswegen hatte ich sonst... Hä, hier sind es mehr? Moment. Ach, ich war beim falschen Typen. Nee, der hat immer noch 3. Okay, okay. Hab ich mich verguckt? So, okay. Die ziehen wir jetzt auch nochmal alle an. Ich glaube, ich habe welche doppelt gemoppelt geholt, oder? Kann das sein? Wait. Zeit ist Geld. Weiß ich nicht mehr, welche sind. Ich glaube, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, ich habe, glaube ich, welche doppelt geholt jetzt. Das war jetzt nicht so clever.
Aber gut, die kosten eine Marke. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Schlimmer wäre es tatsächlich, wenn ich die Dings-Tokens doppelt holen würde. Okay, dann hätten wir das auch. Dann kann ich die jetzt mal alle weghauen, die Umhänge. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, so 5, 6, 7 Marken gewastet. Nicht gut, aber ist verkraftbar. So, den können wir auch weghauen. Dann ziehen wir mal einen richtigen Umhang wieder an. Dass ich wieder mein Main Gear verkaufe. Sodala, jetzt müsste eigentlich Wottel hier genau die eine Instanz raus sein. Jetzt haben wir Eichhörns Kammer einmal gestrichen, das ist doch schon mal sehr schön. Und durch diese ganzen Waffenvorlagen müsste jetzt eigentlich bei PvP tatsächlich auch Wottel raus sein. Ja, genau, Burning Crusade, Cutter haben wir hier. Aber, sieht denn Burning Crusade ein Teil? Ja. So ein. Fehlt mir anscheinend ein Gürtel. Das wird wahrscheinlich vom Rogue irgendein Set oder ein Offset-Teil sein. Weil da seht ihr 5 von 8, das wird wahrscheinlich beim Rogue dabei sein. Okay, gut. Da sind jetzt nochmal einige Sachen rausgegangen. Da muss ich wahrscheinlich meine Liste jetzt nochmal einen Ticken berichtigen. Das machen wir jetzt gleich mal. Und zwar, warte, ich ziehe das mal kurz rüber und schreibe das rein. Wir haben jetzt einmal hier sind wir jetzt auf 1600 Items runtergegangen. Das ist, okay, das war jetzt ein richtiger Sprung. Und dann sind wir, achso, ich müsste dann hier nochmal einmal schalten. Gleich jetzt machen wir hier 97,79 und dann machen wir hier auch mal den Account-Modus, dass wir da natürlich auch die richtigen Daten drin haben. Schauen wir, was darauf kommt. Dann haben wir hier 54.129 und 68,89%. Ja gut, das hat dann doch einiges ausgemacht. Vor allem die Waffen machen halt vieles aus. Sodala, dann logge ich jetzt mit dem mal kurz aus. Dann können wir das auch nämlich mal updaten. Und dann schauen wir uns noch ein kurzes Side-Projekt an, was ich jetzt die Woche machen will. Letzte Woche war es, wie gesagt, hier so ein bisschen die Timewalker-Geschichte und jetzt will ich so ein bisschen mehr mit Berufen machen. Ich habe nämlich letzte Woche auch schon ein bisschen Rezepte und Sachen geholt und ich würde sagen, wir gehen mal auf den Chart. Das ist nämlich mein Inschriftenkundler. Ihr wisst ja, ich habe mit Main, Schmiedekunst und Lederer die ganzen Rezepte fertig und natürlich, wenn ich jetzt irgendwann mal mit dem Account-Modus durchstarten möchte, dann Moment, das ist glaube ich das Falsche, oder? Naja, das ist das falsche Leaderboard. Dann brauche ich halt die anderen Berufe tatsächlich auch. So, jetzt gehe ich mal kurz auf meinen Char nochmal. Und dann tun wir den einmal kurz updaten. So, der war gerade schon upgedatet. Hat den einer von euch aus dem Stream upgedatet? I don't know. Obwohl, ja, das sind jetzt andere Daten. Okay, es hat einer aus dem Stream schon upgedatet. Wunderbar, muss ich das nicht mehr machen. Dann müssen wir nämlich hier jetzt auch mal zumindest die Werte für T-Mock abändern. Das müsst. Und achso, die Gesamtzahl müssen wir dann auch nochmal abändern. 174 haben wir dann hier. Und dann war es wo? Appearance müsste dann ein Ticken hochgegangen sein. 34644. Ja gut, das ist dann auch nochmal über 100 Items tatsächlich. Es waren einige Waffen, also das waren jetzt tatsächlich nicht die Umhänge. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir das auch nochmal kurz durch, nachdem wir es abgedatet haben. Wir haben jetzt quasi den Kompletist-Score um 2600 erhöht. Das ist relativ viel, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Wir haben 70 Achievement-Punkte plus gemacht. Liegt daran, weil ich mit meinem Main wieder zurück zu den Vent hier geswitcht bin. Ich mache jetzt da so ein bisschen den Gluthof weiter und dann checkt er halt wieder, dass ich diese Venti-Achievements habe und deswegen sind die Achievements mehr geworden. Ich habe eigentlich keine Achievements gekriegt, sondern die habe ich ja auf einem anderen Char sowieso schon gemacht. Aber das macht relativ viele Punkte aus, weil die Achievements 100 Punkte zählen und dann hast du da halt quasi mit 7 Erfolgen oder 70 Punkten, ne, relativ viel tatsächlich. Also du kriegst 10 Punkte pro Achievement-Punkt, aber meistens bringt ja ein Achievement 10 Punkte und dafür kriegst du halt dann 100, ne, dementsprechend. Dann Heldentaten, Mounts, Pets, Pet-Score ist nichts dazugekommen. Ich habe 5 Titel gekriegt,
Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die hergekommen sind. Wahrscheinlich vielleicht auch bei der Horden-Seite. Da habe ich dann nochmal das eine oder andere, die Ruffraktion hochgehauen. Komischerweise sind Ruffraktionen nicht höher geworden. Vielleicht hatte ich die ein oder andere Horden-Fraktion, die ich jetzt im OP hochgeballert hatte, auf dem zweiten Account schon. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht habe ich das auch nur für All the Things quasi erhöht, weil All the Things kann immer nur von einem Account das scannen und quasi hier Data for Azeroth scannt halt beide Battle.net oder halt den kompletten Battle.net-Account, auch wenn es zwei Accounts an sich sind. Genau. Dann Rezepte, da war ich ja jetzt auch dran, habe ein paar Sachen im OP geholt, mache jeden Tag schön meine Forschung, also hier Aldichi die Forschung, ich mache die Juwel Dailies mittlerweile, wobei da farm ich jetzt eher die Marken und habe die Rezepte noch nicht gekauft. Mit meinem Schneider mache ich die Geschichte und zwischenrein habe ich auch ein paar Rezepte gefarmt, während ich auf Qs gewartet habe. Ein paar Quests haben wir mehr gemacht, das war mit meinem Hordenschar, habe ich auch ein paar Quests gemacht bei den Hordenfraktionen, wo ich dran war. Toys haben wir nix plus gemacht. Appearance sind 318, das ist tatsächlich ganz gut was. Waren jetzt halt einiges auch die Waffen tatsächlich. Alls ist nicht hochgegangen, also ich habe keinen weiteren auf Max-Level gespielt. Einer ist, glaube ich, auf 59,5, aber den mache ich dann mit dem nächsten Time-Walking-Event höher. Der Alls-Score, also die Level an sich, sind höher gegangen. Ich habe 67 Level erhöht. Viele sind aber, viele Chars hatte ich auf 50, habe eine Time-Walker gemacht und sind sie halt 57,5, ne? Und das wird halt da leider dann nicht abgebildet, das halbe Level. Genau, Ehrenlevel sind es wieder 6 Level. War das letzte Mal tatsächlich auch schon, ne? 6 Level. Und Kills sind es nochmal 2300, aber das ist relativ uninteressant. Und hier unten, das hatten wir ja jetzt nochmal abgeändert. Wir haben quasi 200 Items im Druid oder 200 Sachen im Druid Insane Comp Modus wegbekommen. Sind 0,28% besser. Und im kompletten Account Modus sind sogar 915 Items, was echt viel ist. Na gut, ich habe einiges halt auch an Platten und Kettentransmog in den Dungeon Runs bekommen, ne? Und jetzt halt über die PvP-Sachen war es halt auch einiges. Und das sind dann tatsächlich 0,53%. Genau, so viel dazu. Übrigens, ich hatte mir hier unten die Timewalker-Sachen aufgeschrieben, die mir gefehlt haben. Es waren 44. Wir könnten uns das jetzt angucken, ist aber Käse, weil mir dann gesagt wurde, dass die Items im Time Walker dieselbe ID haben wie im NHC und im HC, also ja, ist es egal. Also für, naja. T-Mog habe ich trotzdem gekriegt und da sind ein paar Sachen rausgeflogen, aber das T-Mog ab MOP im Time Walker kriegst du anscheinend, kannst du auch normal fahren, wenn nicht Time Walker ist. Das ist nur bei den Expansion, die vor MOP sind, also Cutter, Wattle und Burning Crusade. Blizzard hat es irgendwann dann mal eingesehen, dass man mit den IDs ein bisschen blöd ist. So, jetzt bin ich hier noch auf den Priester umgelockt und zwar hat das auch einen Grund. Ich habe ja vor, so nebenbei die ganzen Berufe alle fertig zu bekommen und ich habe hier auf Lothar, weil das ursprünglich mein Main-Server war, den ein oder anderen Char noch, der alte Rezepte teilweise hat, beziehungsweise der halt damals noch halbwegs die Berufe auf dem Stand gehalten hat. Und das Ätzendste zu farmen sind nicht die neueren Expansions, weil da kannst du meistens alles bei irgendwelchen Händlern holen und da sind die Berufe relativ schnell gelernt. Bis auf ein paar Ausnahmen, es gibt immer so Raid-Rezepte und sowas, aber normalerweise kriegst du in neuen Expansions die Berufssachen ganz passabel zusammen. In den älteren Expansions, vor allem Classic, Burning Crusade, das sind so die schlimmsten, Wattle auch noch so und ab Cutter wird es dann eigentlich schon relativ gut, da kriegst du Rezepte relativ leicht, ne? Und bei denen habe ich halt die alten Rezepte noch sehr viel und dementsprechend brauche ich da nicht so viel. Ich habe zwar bei dem hier nur Inschriftenkunde zum Beispiel, ich hatte das nur bis Draenor, weil dann bin ich nämlich weggetranst von dem Server und ich habe mir jetzt letztens nebenbei, hab mit dem Char ein paar mehr Timewalker gemacht, weil das mein einziger Priester ist auf dem der einzige Ali-Priester, sagen wir so, auf der Hornseite habe ich nur einen und den muss ich hochspielen für den Mage Tower und dann habe ich ein paar mehr Timewalker mit dem gemacht und dann habe ich mir schon mal angefangen, Kultiras Inschriftenkunde einmal auf Max zu skillen, das war relativ easy machbar. Und ja, ihr seht, ich habe quasi die alten Dinger alle oben, also Classic, Burning Crusade, Northern Cataclysm und so weiter. Mir wird dann quasi Legion noch fehlen, da habe ich halt noch gar nichts. Und dann Shadowlands, ne, die beiden Expansion. Und von Rezepten, die mir fehlen, in Classic und
Burning Crusade habe ich tatsächlich alle Rezepte, was echt gut ist. Ich habe damals mit dem aktiv Glyphen verkauft und deswegen mir die ganzen Rezepte geholt. Mir fehlt ein Ding in Nordend, das ist eigentlich easy machbar. Dann fehlen mir zwei Sachen in Cataclysm, was auch nicht viel ist. Dann sind es hier fünf in MOP. Die werde ich, das sind Quest-Sachen, die kannst du relativ easy holen. Das andere sind, glaube ich, so Drop-Geschichten. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ätzender. In Wortel fehlt mir in Draenor fehlt mir auch nur eins. Und dann kommt halt, ne, Verehrte Küste, klar, da fehlt mir alles. Da muss ich, glaube ich, durchquesten. Und Schattenlande fehlt mir auch so gut wie alles. Und Kultiras, da sind es auch einige Sachen, wobei es geht. Da sind es halt auch blöderweise viele Rufgeschichten, beziehungsweise Vantus-Runen. Da muss ich halt in die Raids rein, ne? Und ja, da muss ich mal noch gucken. Aber ich habe auf jeden Fall vor, mit dem die Woche jetzt so als kleines Nebenprojekt ein bisschen hier die paar Sachen zu farmen, ne? Und vielleicht mal die verheerte Küste bzw. Schattenlande mal so ein bisschen anzufangen. Gut, ich habe noch nicht mal die Shadowlands Intro-Quest mit dem gespielt, aber naja, mal gucken, wie weit wir da kommen. Also das habe ich auf jeden Fall mal vor, so ein bisschen anzufangen. Der Char ist halt sehr human, weil ich da das meiste alte Zeug echt weg habe. Wenn ich jetzt bei meinem Hexer reingucke, der Schneiderer und VZ hat, oder bei meinem Mage, der hat Alchi, da sind wesentlich mehr Sachen. Und ja, deswegen fangen wir mit dem Char an. Der scheint nur relativ übersichtlich zu sein. Mal gucken, wie weit ich mit dem komme. Genau, das war es eigentlich soweit. Wir könnten, ach so, eins vielleicht könnten wir uns noch gucken. Ich gehe jetzt einmal auf Berufe, dass wir overall schauen, wie viel da noch gefehlt hat. Das schreibe ich mir vielleicht auf. Inschriftenkunde sind es 242. Das schreibe ich mir vielleicht auf. Machen wir da unten so als kleines Nebenprojekt. 242. Gut, okay. Soweit zu dem. Und ja, das war's dann eigentlich mit dem kleinen Collection-Update für die Woche. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und dann sehen wir uns in der Woche wieder und dann schauen wir mal, vielleicht kriege ich bei meinem Druid bzw. auch im Account-Modus wieder das ein oder andere weggebastelt. Und ja, mal schauen, wie weit ich hier so ein bisschen weiterkomme. Da bin ich auf jeden Fall auch am Farmen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.